Hallo aus Würzburg. Wir sind hier auf dem Barbarossaplatz und werden einen kurzen Spaziergang machen durch eine der Straßen, die vom Barbarossaplatz wegführt. Wir schauen gleich mal, wie diese Straße heißt. Das ist die Reisgrubengasse. Und wir laufen hier weiter. Blick zurück. Wein, Bier und Speisehaus, Schnabel. Ich weiß immer noch nicht, wie diese Straße hier heißt. Ah ja, hier steht's. Das ist die Haugerpfarrgasse mit einer Kirche im Hintergrund. Sieht beeindruckend aus. Rechts geht es in die Textorstraße. Ich glaube, da werde ich jetzt auch mal entlang gehen. Links eine schöne Gaststätte. Gaststätte. Am Stift Haug. Gaststätte am Stift Haug. Vor uns eine Weinstube. Popular. Gehen wir mal über die Straße. Gucken uns mal diesen Hinterhof da an, oder Innenhof. Das Tor ist offen. Okay, zurück. So, Blick in Richtung Bahnhof und wir laufen da. Shisha Max 24. Thai-Imbiss. Hans Sudbein, Sudebein. Überqueren wir mal die Straße und werfen aber einen Blick zurück. Schnell, bevor wir überfahren werden. Und wir gucken uns auch mal diesen Innenhof da an.
vor uns das Bürgerspital. Zumindest steht es da so drauf auf der Flagge. Und jetzt sind wir in der Theaterstraße angelangt. Und das ist hier die Semmelmannstraße. Ne, Semmelstraße, Entschuldigung. Da fängt die Semmelstraße an. Das ist die Theaterstraße. Bin mir etwas unsicher, ob ich hier schon mal gefilmt habe. Ich denke aber nicht. Laufen wir mal die Theaterstraße ein bisschen noch weiter. Das ist eine Passage? Nee, sieht nicht so aus. Sieht so aus, als würde ich wieder auf den Barbarossa-Platz kommen. Von da bin ich vorhin losgelaufen. Und da bin ich jetzt wieder zurückgekehrt. So, wir gehen Richtung Julius-Promenade. Dann noch mal eine schöne Gasse, die ich mir gern anschauen möchte. Ich überquere die Julius-Promenade. Das ist das Julius-Spital. Da ist der Holzapfel, Wirtshaus Holzapfel. Blick auf den Barbarossa-Platz. So, da drehe ich jetzt aber trotzdem um. Vor uns das Hotel Würzburger Hof und wir laufen jetzt auf der Julius-Promenade und überqueren sie wieder.
das. Eine Passage. Das ist eine Galerie. Echte Galerie. Da vorne eine Statue eines Bischofs, nehme ich an. Julius, echter. Der wird wahrscheinlich auch der Namensgeber der Juliuspromenade sein, Fürstbischof von Würzburg. Gut, und wir gehen jetzt, hier sind wir auf dem Dominikanerplatz und biegen ab. So, wir sind auf dem Dominikanerplatz und laufen Richtung Dom. Das ist der innere Graben. Die Augustinerkirche. Das ist die Bronnbacher Gasse. Malt jemand etwas Nettes auf die Straße? Sieht aus, als wären wir am Markt angelangt. Laufen wir nochmal an den Ständen vorbei. Hier ist dieser Brunnen mit dem Mann, der irgendein Werkzeug, eine Hacke, über der Schulter trägt. An dieser Stelle möchte ich mich wieder verabschieden von euch. Das war ein Spaziergang vom Barbarossaplatz über die Juliuspromenade bis zum Markt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.